Heute ein Spiel aus dem Liga-Alltag. Für Sie am Mikrofon Wolfuß und Frank Puschmann. Also bei den Fans hier sieht das eher nach Festtag denn nach Alltag aus. Sie machen schon vor dem Anpfiff richtig gute Stimmung. Borussia Mönchengladbach muss jetzt die Heimschlappe vergessen, als es gegen den VfL Wolfsburg ging. Eine knappe Sache war das, aber am Ende haben sie 2:3 verloren. Heute könnte es ein bisschen besser laufen. Für mich ein Unentschieden, sehr wahrscheinlich. Wir sehen also die beste Abwehr gegen den besten Angriff. Das sind natürlich zwei verschiedene Spielphilosophien, die da aufeinandertreffen. Wir dürfen sehr gespannt sein. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Sie spielen heute im 4-5-1-System. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Das Verfolgerduell heute mit dem zweiten gegen den dritten. Und hier geht es fast schon um mehr als 3 Punkte. Denn beide schielen sicher auch noch auf den ersten Platz. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Zambrano. Tolle Flanke. Macht er ihn. Chance lebt noch. Eckball gibt's. Er macht den Elfer. Ganz souverän verwandelt, dieser Elfmeter. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Schon nach 6 Minuten der erste Treffer. Das kann gerne so weitergehen. Reinhardt. Zambrano. Da verlieren sie den Ball. Kittel. Reinhardt. Und Schipka. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Seferovic. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Thank you.
hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Da das super reagiert, ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Fabian Johnson. Xhaka. Da wird er unter Druck gesetzt. Oczipka. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Jetzt wird es gefährlich. Kaum wurde es gefährlich, holt er sich den Ball, klasse. Wendt. Macht er ihn! Ein unfassbares Tor! Da ist er mal vorne und da trifft er auch noch. Einer der seltenen Ausflüge des Abwehrspielers und er wird belohnt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Stendera. Xhaka. Er lässt sich da nicht aufhalten. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Entschlossen geklärt. Oczipka. Seferovic. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Die Flagge kommt gut rein. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Und jetzt noch mal kurz der Blick auf das Führungstor. Nicht wirklich platziert, aber so hart, so ein Strahl, dass das Ding nicht zu halten ist. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Also die Ecke kommt richtig klasse rein und dann passt auch noch der Abschluss. Hier noch mal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Über weite Strecken waren sie das bessere Team und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Neuer Spielstand jetzt also 4-1.
Stendera. Gut. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Der Ball wurde gut weggefaustet. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Oczipka. Da kommt der Schuss. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Seferovic. Reinhardt. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Per Kopfball hier geklärt. Und nun ein Schuss. Und da war er zur Stelle. Super Parade. Und er schießt. Das muss es doch sein. Und der Pass. Super Kopfball. Dieser Treffer ist auf jeden Fall nochmal eine Wiederholung wert. Den Treffer hat er erzwungen. Super Einsatz, dass er da nicht locker lässt und die zweite Chance verwertet. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Hasebe. Oczipka. André Hahn. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Kommt jetzt die Flanke rein? Reinhardt. Jetzt müssen Sie schauen, dass Sie sich zumindest achtbar aus der Affäre ziehen. Denn das 5:1 zur Pause ist wohl nicht mehr aufzuholen. Momentan sind Sie vorne, aber Sie müssen weiter Gas geben. Sie hatten zuletzt ihre Probleme, aber heute scheint der Knoten zu platzen. Das sieht wirklich gut aus. Sie haben die erste Hälfte dominiert, ein einseitiges Resultat bis hierhin. Aber jetzt geht es in Durchgang 2. Er schießt! Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 6:1. Gut gespielt. Ball geht nach außen.
Ignowski. Stendera. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Eintracht Frankfurt. Dann geht es auswärts gegen Hannover. Da sind wir natürlich mit von der Partie, ist doch klar. Da steht keiner bei der Flanke. Der Ball geht ins Aus, das gibt Abstoß. Er geht runter, gute Leistung und eine seiner besten Szenen sehen wir jetzt nochmal in der Wiederholung. Nicht wirklich platziert, aber so hart, so ein Strahl, dass das Ding nicht zu halten ist. Wir sehen hier das nächste Spiel der Gladbacher eingeblendet. Buschi. Ja, es geht gegen den FC Schalke 04 im nächsten Bundesligaspiel. Das dürfte kein allzu großes Problem darstellen. Gleich wird hier ausgewechselt. Nordfight. Den Ball kann er abfangen. Alex Meyer. Kittel. Sie rücken schön nach. Bieten sich an. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Die Gäste werden wechseln. Hasebe. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Ignowski. Dahoud. Macht er ihn. Phänomenal. Ohne Worte. Da macht der Joker sein Tor. Glückliches Händchen vom Trainer. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt gibt es hier den Wechsel. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft.
die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi. Ja, Wolf, das ist Schockstarre hier im Moment. Selten, dass es so leise ist. Da geht er vorbei. Er bekommt hier Unterstützung. Und jetzt ist der Ball geklärt. Alex Meyer. Stendera. André Hahn. Da kommt der Pass auf außen. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Da ist der Ball weg. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Jetzt wird er hier erlöst, Buschi. Er darf runter. Leider keine so gute Leistung heute, folgerichtig die Auswechslung. Ibrahima Traoré. Und er schießt. Klasse. Das muss das Tor sein. Ein unfassbares Tor. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Ibrahima Traoré. Da zieht er ab. Super Einsatz vom Torhüter. Gleich bringt er die Ecke rein. Sie bereiten einen Wechsel vor. Meyer. Und jetzt ein Zweikampf. Geht er rein? Das war die Chance. Da hätten sie mehr draus machen müssen. Ignowski. Alex Meyer. Er gibt das Foul und der Spieler war schon verwarnt.
Klasse gemacht. Das war verdammt knapp hier. Ah, da hat nicht viel gefehlt. Ben Hatira. Schießt er ihn rein? Kein Problem für den Torhüter. Da konnte er sogar stehen bleiben. Das macht er gut. Super Flanke. Abwehr muss aufpassen bei dieser Ecke. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zu Recht die gelbe Karte. Ja, Wolf, da kann er sich nicht beschweren. Diese Verwarnung geht in Ordnung. Ganz eindeutiges Foul. Klar spielt er auch den Ball, aber so darf man da einfach nicht reingehen. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist's. Die Aktion vom Abwehrspieler, da rettet er in letzter Sekunde. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse reagiert. Hand und er gibt den Freistoß. Ich denke, die Entscheidung geht in Ordnung. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Eine einseitige Partie heute. Fast ein bisschen langweilig. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Sehe ich auch so. Sie haben dem Spiel den berühmt-berüchtigten Stempel aufgedrückt und der Gegner konnte damit nicht umgehen.